Mir war es immer wichtig, dass ich an etwas forsche, was wirklich Relevanz hat. Die Veränderungen im Meereis sind eine der deutlichsten Indikatoren für den Klimawandel. Deswegen entwickle ich Verfahren zur Simulation bzw. Vorhersage von Meereis. Zusammengefasst beschäftige ich mich mit der mathematischen Modellierung von Meereis im Klimasystem. Als Mathematikerin gilt man immer als Theoretikerin, die so ein paar Sachen hin und her schiebt. Aber mit meiner Forschung habe ich die Chance, am Ende wirklich einen Unterschied zu machen. Und es ist auch nicht gerade üblich, dass man als Mathematikerin auf Expedition geht. Das Besondere an meinem Forschungsthema, ich kann die Prozesse, an denen ich arbeite, beobachten. Deswegen war es besonders für mich, das Meereis, das ich jeden Tag am Computer modelliere und simuliere, auch wirklich zu sehen. Bei meinem Aufenthalt in der Antarktis konnte man den Klimawandel deutlich sehen. Ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Ich hoffe, mit meiner Forschung auch ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen. Frauen, die in die Wissenschaft gehen wollen, möchte ich sagen, macht es einfach. Oft kann man viel mehr als andere einem zutrauen. Über den Karin-Witte-Preis habe ich mich sehr gefreut. Er bedeutet Sichtbarkeit als Wissenschaftlerin, aber auch für die Forschung, für die ich stehe. Er ist Motivation und für mich bedeutet er auch, dass sich interdisziplinäres Forschen lohnt. Für die Zukunft möchte ich noch andere Aspekte betrachten und daran arbeiten, relevante Probleme mit Mathematik zu lösen. Ich habe noch viel vor und es soll nicht für immer um Meereis gehen. Ich freue mich darauf, neue Dinge auszuprobieren und vor allem mit meiner Forschung einen Unterschied zu machen.